Wunderschönen guten Morgen allen zusammen. Freue mich wieder hier zu sein. Als ich hier ankam heute Morgen und das Lobpreisteam war noch am Proben, da dachte ich, ja, hier bin ich daheim. Da bin ich daheim, gell? Und zwar nicht nur wegen der lieben Menschen hier, sondern einfach, weil Gottes Gegenwart hier ist. Und es ist einfach schön, dass uns das auch vereint. So schön es ist, einander zu sehen. Und das war auch unser Gebet so im Vorfeld ist, dass wir eine Begegnung mit dem Herrn haben. Bist du mit der Erwartung heute hier? Dem Herrn zu begegnen? Wie auch immer, was er auch tut, was er dir auch für ein Wort gibt heute Morgen. Er ist wunderbar, er ist gut, ein Gott der Fülle. Und wir dürfen gespannt sein. Halleluja. Zu Beginn der heutigen Botschaft, und ich mache das immer eigentlich so, dass ich sage, Heiliger Geist, was ist denn dran? Welche Frage bewegt denn die Gemeinde? Oder gibt es besondere Fragen von Einzelnen, auf die du durch die Botschaft antworten willst? Ich meine, Gott hat immer in jeder Botschaft für jemanden irgendetwas. Aber ich bin so, ich sage, Herr, was ist denn so dein Wort, dein Rema-Wort für die Gemeinde, für Einzelne, sodass sie nach Hause gehen und sagen, wow, Gott hat zu mir geredet. Und das fragte ich ihn also so. Auf welche Frage soll ich in der Botschaft eingehen? Und ich sagte, Herr, gib mir deine Rede zum Reden. Und dann antwortete er mir ziemlich schnell, ohne lange zu suchen, lehre sie, mit ihren Fragen zuerst zu mir zu kommen, um meine Antworten zu empfangen. Und meine Kollegen, Verkündiger kennen das wahrscheinlich, dann zündet sowas im Herzen. Ja, ja, das ist es. Das ist es. Da brauche ich nicht lange suchen, nicht lange fragen, das ist es. Und da möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen. In einem ersten Teil heute an diesem Sonntag lege ich gewissermaßen die Grundfragen, die Grundlagen dafür, was Gott mit unseren Fragen macht, wie sehr er unsere Fragen auch liebt und dass es keine dummen Fragen gibt. Und Gott gibt keine dummen Antworten. Das nur so vorweg. In 2 Wochen darf ich dann wieder hier sein und das passt gerade so gut. Dann kommt der zweite Teil. Dann wird das Ganze etwas noch praktischer. Wir werden das verstoffwechseln. Ich werde euch noch mal erinnern und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr was, ein Notizheftchen oder euer Büchlein oder whatever dabei habt, nehmt den Stift, zückt ihn, denn es gibt auch ein paar praktische Dinge, die ich so einstreuen werde, schon heute und das nächste Mal dann auf jeden Fall Stift und Block dabei haben. Soll ja praktisch werden. Amen. Ich lese gerade das Lukas-Evangelium und mir fällt auf, oder ich muss sagen, mir fiel dann auf, nachdem der Herr dann gesagt hatte, lehre du sie mit ihren Fragen zuerst zu mir zu kommen, wie zentral das Thema Fragen bei Jesu Unterweisung spielt. Er ist eigentlich so, sowieso ein super Pädagoge und gute Pädagogen, ja, also auch die Mathelehrer unter uns, die ehemaligen, wissen, antworte oder stell gute Fragen. Stell gute Fragen. Das ist die halbe Miete. Und das merkte ich dann beim Lukas-Evangelium, welche Rolle die Fragen spielen. Da kamen die Jünger zu Jesus und haben ihn gefragt. Da kam Jesus zu den Jüngern und hat sie gefragt. Da kamen die Sadduzäer, da kamen die Schriftgelehrten, die Pharisäer und stellten Jesus Fragen. Manche wollten ihm eine Falle stellen mit ihren Fragen. Und manche kamen mit ihren Fragen aus einem reinen Herzen, weil sie wirklich wissen wollten, Herr, wie denkst du darüber? Ich glaube, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie Jesus gewirkt hat damals. Alles auf den Kopf zu stellen, die gesamte religiöse, jüdische, orthodoxe Theologie mit frischen Perspektiven vom Himmel. Ein Hunger erweckte er unter dem einfachen Volk und die Theologen ärgerte es, weil er so ganz anders antwortete auf die Fragen, wo sie glaubten, längst die Antworten gefunden zu haben. Das nur am Rande. Jesus kannte ihre Herzen und er kennt auch dein und mein Herz. Er kennt unsere Herzen, er weiß unsere Situation und aus welchem Kontext heraus wir mit unseren Fragen kommen.
Und er antwortet entsprechend. Manchmal verweigert er auch die Antwort. Da kennen wir eine Geschichte. Aus welcher Vollmacht heraus tust du das, was du tust? Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. War denn die Vollmacht von Johannes dem Täufer göttlich oder nicht? Sagt die Pharisäer, wenn wir jetzt antworten, es ist von Gott, dann zeigt das, wir haben nicht in richtiger Weise reagiert. Wenn wir aber sagen, es ist menschlich, dann steinigen uns das Volk, die Crowd. Also sagen, Jesus, wir wissen es nicht. Was sagt Jesus? Dann kriegt ihr auch nicht meine Antwort. Ja, also wir kennen die Geschichte. Achtet doch mal bei der Bibellese darauf, gerade in den Evangelien, welche Rolle die Fragen in der Jüngerschaft spielen. Fragen an Gott, Fragen an Jesus. Ich fand es sehr spannend. Wie gesagt, manchmal antwortet Jesus mit einer Gegenfrage oder er antwortet mit einem ganz anderen Thema. Und du denkst, hä? Moment, die Frage ging doch jetzt in die Richtung und Jesus antwortet in der andere. Ich sage es dir deshalb, weil es dir auch passieren wird. Du stellst ihm eine Frage und der Herr antwortet und gibt dir eine ganz andere Antwort. Vielleicht gar nicht die, die du hören wolltest. Oder er macht ein ganz großes Fass auf von einem Thema, wo du dachtest, ach, Gott ist Gott, Amen. Und, das ist wichtig, das hängt mein Kalenderspruch oder unser im Februar ist, Gott will dein Freund sein. Wiederhol mal, Gott will mein Freund sein. Nochmal, Gott will mein Freund sein. Wow, ist das nicht fantastisch? Diesen Gott, den wir eben angebetet haben, der heilig ist, er will dein Freund sein. Und zur Freundschaft gehört Gespräch. Hören und reden. Auch im Gebet übrigens. Reden und hören. Wichtig, da möchte ich euch, so ermutigen heute Morgen, wir können mit allen Fragen zu Gott kommen. Manchmal gehen wir zig Stationen und Gott sagt, ja, wärst du gleich zu mir gekommen. Ich warte darauf, mit dir zu reden. Ich warte darauf, dir deine Antworten zu geben, sodass du sie verstehen kannst. Mit Beispielen, die kein anderer versteht. Ich werde dich an Dinge erinnern, die nur du kennst. Weil er dich liebt. Wir können mit allen Fragen zu Gott kommen. Wir dürfen dabei voller Glaubenserwartung sein. Er wird dich nicht wegschicken. Er wird auch nicht ärgerlich sein. Das ist eine dumme Frage. Das hast du mich schon dreimal gefragt. Du darfst im Glauben kommen. Das bedeutet, wer bittet, empfängt. Wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Du kannst dieses Wort jetzt nehmen, kannst sagen, Herr, das nehme ich. Das nehme ich. Wenn ich wiederkomme mit meinen Fragen, dann weiß ich, du wirst antworten. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, weil es steht geschrieben, wer bittet, empfängt. Also lass dich nicht so schnell verführen. Ach, jetzt hat er nicht geantwortet. Es waren 3 Sekunden, die ich jetzt gewartet habe und da kam nichts. Also da muss ich dann doch irgendwo mit meiner Vernunft oder mit sonst wem zu Rate gehen. Entspann dich. Bitte und du wirst empfangen. Suche, du wirst finden. Klopf an und er wird dir öffnen. Denn du bist sein Schaf, gehörst zu seiner Weide und seine Schafe hören seine Stimme. Und sie folgen ihm. Das bedeutet nicht nur, wenn du zu Jesus kommst bei deiner Bekehrung, sondern seine Stimme zu hören bedeutet ein wesentliches Element deiner Nachfolge und deines Weges mit Gott. Mache ich euch so ein bisschen kluschtig? Ja, noch nicht so, aber das muss der Geist tun. Ja, dass ihr begeistert seid. Oh, Gottes Stimme hören, Leute. Gottes Stimme hören. Er spricht mit mir, nur mit mir. Will Zeit mit mir verbringen. Ja, da war ein sanfter Jubel. Ja, genau. Halleluja, Gott ist so gut. Amen, darum geht es ja uns heute Morgen. So. In 2 Wochen dann werden wir hören, dass es auch zu Empfangen der Antworten Glauben braucht. Ja?
Ne? Der Zweifel, ah, war das jetzt von mir, ne? Oder war das jetzt hier, was weiß ich. Das werden wir so ein bisschen hören, auch dass etwas mit Übung zu tun hat. Gott liebt unsere Fragen, ich wiederhole mich, er möchte antworten. Und sie sind ein wesentlicher Weg, vertraut zu werden mit Gott. Wisst ihr, wir sprechen ja viel über auch Endzeit und die Zeichen der Endzeit und die Katastrophen. Und ich könnte mir echt einen Kopf machen. Ne? Ich dachte, hey, werde ich dann doch die namibische Staatsbürgerschaft beantragen, ne? dieses Jahr, weil Verwandte sind aus Namibia, habe ich gestern gesprochen. Nee, geht nicht, ne? Ich müsste dort wohnen. Ne? Ich dachte nur so zur Sicherheit, ne? Wenn es dann hier losgehen sollte, ne? Dann dachte ich, oh gut, da bin ich dann in Namibia, was macht die Familie? Ne? Ach, dann auch die alle mit. Ne? Dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich bleibe hier. Denn wenn es losgeht, dann braucht es hier Männer und Frauen des Glaubens, die standhaft sind, die sagen, nein, wer glaubt, flieht nicht. Wir halten hier die Stellung, wir ermutigen die Mutlosen, wir beten für Kranke, wir tun alles, auch in einer vergehenden Welt. Amen. Aber Namibia ist trotzdem schön, also, aber das ist ein anderes Thema. Ne? So, also. Was ich sagen wollte ist, es ist die Zeit, näher zu kommen zu Gott. Das ist ja mein Thema, sorry. Komm näher, sagt der Herr. Werd vertrauter mit mir. In Englisch, intimacy, Intimität. Intimacy. Er möchte. Das ist seine Priorität in diesen Tagen. Und es wird sich herausstellen in der Zukunft, wie wichtig es war, seine Stimme zu kennen und zu unterscheiden. Was ist von ihm, was ist von mir und was ist von unten? Amen. Also ihr seid hier in einem Endzeit-Trainingsprogramm. Naja, kein Spaß. Amen. Und es wird entscheidend sein in der Zukunft, dass wir die Stimme des guten Hirten kennen und sie unterscheiden können von den falschen Hirten, von den falschen Propheten und von den falschen Aposteln. Die es auch geben soll. Auch das ist Zeichen, Sven, du bist Spezialist, Zeichen der Endzeit. Amen. Wir sollen in der Vertrautheit mit ihm wachsen. Das ist ein Ziel, seine Stimme besser zu erkennen. Wir sollen seinen Willen erkennen. Und gleichzeitig sollen uns seine Antworten schützen. Du brauchst den Schutz, dass der Herr sagt, ja oder nein. Ist es richtig oder falsch? Ist es von unten oder oben? Was ist das für eine Lehre, die mich kitzelt? Und der Herr, und das ist wichtig, dass wir das gelernt haben, wir brauchen den Schutz durch sein Reden. Viele Antworten finden wir in der Bibel. Warum? Da hat Gott schon mit anderen geredet. Also manchmal brauchst du das Rad nicht neu zu erfinden. Ja? Da hat der Herr schon Dinge gesagt, die für dich relevant sind. Aber finde mal die Stecknadel im Heuhaufen. Ja? Ein kleines Beispiel von mir. Das ist jetzt schon vielleicht 2 Monate her, da war ich ziemlich frustriert. Und zwar über den Krieg in der Ukraine. Ich war echt frustriert, weil ich bete regelmäßig, ich habe die Nationen auf dem Herzen. Und wenn bete ich nicht nur, ihr lieben russischen Freunde hier, bete ich nicht nur für die Ukraine, sondern ich leide darunter, dass junge russische Soldaten in einen Fleischwolf geschickt werden und zu Zehntausenden verrecken. Ich sage es mal jetzt so drastisch. Und im Gaza und Israel. Und aber damals war ja Gaza noch nicht aktuell. Und ich war echt frustriert. Ich sage, Herr, was? Gib mir mal dein Reden. Ich habe so viele Fragen um diesen Krieg und warum er nicht aufhört und warum. Und dann hörte ich seine leise Stimme in Gedanken. Lies Habakuk. Wer kennt Habakuk? Das ist eine kleine Minderheit, aber nach dieser heutigen Predigt werden die Nutzer bei Habakuk sprunghaft ansteigen. Weil die werden jetzt sagen, wow, das interessiert mich auch. Weil das sind ja auch meine Fragen. Vielleicht empfindest du wie ich und sagst, ich bin echt frustriert. Dieser,
dieser Fleischwolf in der Ukraine, dieses Morden, diese Schlachten, dieses Blutvergießen einer ganzen Generation, da wird Reich Gottes auch ein Stück zerstört in vorbeugender Wirkung des Satans, denn Gott möchte Erweckung in Russland wie in der Ukraine. Gott möchte lebendige Gemeinden, Gott möchte, dass sein Wort läuft, Gott möchte, dass sein Wort als Wort Gottes gehört wird in Russland und in der Ukraine und bei den Palästinensern. Amen. Also ich bin hier ganz, lies Habakuk und dann lese ich euch jetzt mal so ein paar Sätze aus Habakuk. Und es ist die erste Kategorie von Fragen, Warum-Fragen. Es ist die schwierigste Kategorie. Wir fangen mal mit dem Schwierigsten an, das wird dann leichter. Die Warum-Fragen, ei, warum? Also, Habakuk zu Gott. Wie lange schrei ich schon zu dir, Jahwe? Doch du hörst mich nicht. Wer kennt das? Gut. Ich rufe Hilfe und Gewalt, doch du rettest nicht. Und es geht nicht um Habakuk, sondern es geht um das Volk. Kontext. Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Er leidet an fremdem Unrecht. Und warum schaust du dem Verderben, Klammer auf, scheinbar tatenlos zu und machst nichts? So, also das war so mein, und ich dachte, hup, woher kennt der meine Gedanken? Woher kennt der meine Fragen? Das ist ja genau, das hätte ich genauso hätte beten können. Ich habe es mit anderen Worten getan, als ich vom Herrn war. Warum? Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Nachrichten an, Unrecht. Ganz verrückt werden, ne? Kannst den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, aber ich halte das dann auch nicht aus. Ne? Will ich dann doch mal gucken, wie es weitergegangen ist. Aber, und es geht mir jetzt, sorry, jetzt dürft ihr daheim lesen, es geht mir jetzt gar nicht darum, was Gott dem Habakuk geantwortet hat auf diese spannende Frage, die vielleicht auch deine Frage ist, sondern es geht darum, dass Gott antwortet. Habt ihr den Punkt? Es geht gar nicht heute, was er antwortet, das wäre das Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit und wie sollen wir beten, sondern dass er antwortet und dass wir mit unseren kleinen und mit unseren großen Fragen zu Gott kommen dürfen. Und es ist wichtig und notwendig, denn es kann uns sonst passieren, wenn wir diese Fragen nicht loswerden und keine Antworten empfangen, dass wir werden gleich ein zweites Beispiel hören, an Gott irre werden, zu Fall kommen, Schiffbruch im Glauben erleiden, und Menschen sich von Gott abwenden, weil sie sagen, ich verstehe diesen Gott nicht mehr. Der ist mir so fremd. Sein Vorgehen, sein Handeln, seine scheinbare Tatenlosigkeit ist mir so fremd. Ich mache nicht mehr mit. Auch das ist möglich, sagt die Bibel. Und davor sollen wir geschützt werden. Aber was macht Habakuk? Darum geht es mir, das Praktische. Kapitel 2, Vers 1, folgender. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Und da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf ein Tablet schreiben. Da finden wir das erste Mal in der Bibel das Wort Tablet. Gleich Spaß. Es war eine Tafel de facto, ne? Aber im Englischen ist es Tablet. Spaß muss sein. Also schreib das auf. Wir werden in 14 Tagen das wieder nehmen, dieses Wort, und werden ein paar praktische Dinge ableiten. Wie können wir die Stimme Gottes hören? Ganz praktisch. Also er geht auf den Wachturm an einen abgeschiedenen Platz und da redet Gott mit ihm. Und was er ihm sagt, Bibelleser wissen mehr. Also daheim kriegt er die Antwort. Ich liefere nochmal ein zweites Beispiel einer Warum-Frage. Wir sind immer noch bei den Warum-Fragen im Zusammenhang mit Ungerechtigkeit. Also wenn wir Warum-Fragen stellen, achtet mal darauf, da hängt es oft mit Ungerechtigkeit zusammen. Ne? Warum passiert dies und jenes? Warum nicht mir? Warum? Warum? Ja, da ist immer so ein Zungenschlag von einem Gefühl, ich werde ungerecht behandelt oder Gott hat mich
vergessen oder dabei. Das nur so in Rande, am Rande. Und da finden wir ein Beispiel von Asaf. Er sagt, Psalm 73, Vers 2 folgende, 13 folgende: Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen und es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Da bin ich ganz umsonst in die Gemeinde gegangen, habe meine Bibel gelesen und habe nicht den Weg der Gottlosen gegangen, war ehrlich. Wenn es den Gottlosen so gut geht, die genau das Gegenteil machen von mir. Klammer zu. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Wow. Also da war einer ziemlich in der Depri. Ja? Das Leben nur noch schwarz sehen, grau. Aber was macht er? Darum geht es mir wieder. Mir geht nicht um die Antwort, die Asaf kriegt. Er kriegt eine. Denn vielleicht hast du ähnliche Fragen. Du folgst Jesus nach, du bist treu, aber dir geht's schlecht. Du guckst zu deinem Nachbarn und denkst, oh, der hat nichts mit Gott am Hut, der mäht sogar Sonntag seinen Rasen, ne? Aber, ja, das ist ganz heftig, ne? Menschen. Aber dem geht's gut. Der hat Geld, der fährt dreimal im Urlaub. Ne? Und dann kann es sein, ne, du denkst dann drüber nach und denkst, ah, Gott hat mich, irgendwie ist es nicht fair, es geht nicht fair zu im Leben. Hab ich doch nicht und so weiter. Die anderen, die offen ihre Gottlosigkeit proklamieren und leben, scheint es gut zu gehen. Und das kann dir so zu schaffen machen, dass es dich oder das Potenzial hätte, dich zu Fall zu bringen wie Asaf. So, wir haben also jetzt zwei Beispiele. Der Habakuk und der Asaf. Da gibt natürlich auch viel, viel mehr, aber ich hänge das mal an zwei Beispielen auf. Aber vielleicht sind deine Warum-Fragen ganz anders, persönlicher. Warum werde ich nicht gesund, nachdem ich dreimal schon Gebet empfangen habe? Warum habe ich so eine schmale Rente, wo ich doch das ganze Leben lang meinen Zehnten gegeben habe? Warum blieb dieses oder jenes Gebet unerhört? Warum ist er, sie in Familie vorzeitig gestorben und ich stehe jetzt hier alleine hier? Warum? Gott will antworten in seiner Gegenwart. Und seine Gegenwart, das ist sein Heiligtum, während du deinen Posten einnimmst, um zu empfangen. So, jetzt bitte ich euch mal, macht mal die Augen zu. Erste Übung. Und mach sie wieder auf, wenn du einen Stift hast. Ansonsten kannst du sie zubehalten. Aber wenn du einen Stift hast und einen Block, dann mach sie lieber auf. Und dann bitte ich jetzt den Heiligen Geist, dass er dir jetzt zeigt, welche Warum-Frage dich gerade bewegt. Welche Warum-Frage? Heiliger Geist, ich bitte jetzt, dass du diese Frage jetzt hochholst. Auch wenn sie mit gefühlter Ungerechtigkeit einhergeht. Heiliger Geist, dann offenbare du jetzt und erinnere die Geschwister, jeden Einzelnen, was seine Warum-Frage ist. Amen. Hast du es? Wer hat eine Frage gehört oder wurde erinnert? Ah ja, genau, eins, ja. Ja, doch, sind eine Menge. Kleine Hausübung, nimm die Frage mit, schreib sie auf, muss kein Tablet sein, kannst auch ein normales Notizbuch nehmen, aber schreib sie auf, mit Datum. Teil der Hausaufgabe, erste Frage. Zweite geht jetzt viel schneller, dann gibt es die Wann-Fragen. Wann? Kurzes Beispiel zurück aus der Zeit Jesu. Damals war die fromme jüdische Community inklusive der Jünger von einer Frage umgetrieben. Wer weiß die Frage? Nummer. Amen. Wann endlich richtest du das Reich
die Herrschaft Christi, und da hatten sie ihre bestimmten Vorstellungen, durch den Messias auf in Israel. Das war die Wann-Frage, die damals grassierte. Und Jesu Antworten, wir werden darauf eingehen, überraschten. Du findest sie Lukas 17, Vers 20, Apostelgeschichte 1, Vers 7. Da kommen die Antworten Jesu und du wirst überrascht sein. Hä, war das jetzt die Antwort auf die Frage des Wann? Ja. Wie gesagt, stell dich darauf ein. Der Heilige Geist wird anders manchmal reden und dich in andere Bereiche führen, wie du erwartet hast. Auf alle Fälle empfingen die Jünger frische Perspektiven. Sie hielten nach dem Reich Gottes Ausschau. Wann kommt diese Herrschaft? Und Jesus sagt, die Herrschaft Gottes ist in euch angebrochen, ist mitten unter euch, mit mir, jetzt und hier. Wie? Ich dachte, du schmeißt die Römer raus. Ich dachte, du machst dies und jenes, auch den Herodes gleich mit. Ne? Und nee. Und dann, okay, die Herrschaft? Ich frage nach dem Wann und er sagt, bereits da. Bist du bereit für frische Antworten auf deine Wann-Fragen? Ich lege noch einen nach. Das ist eine weitere interessante Wann-Frage findest du in Psalm 13. Für alle, die mitschreiben, Psalm 13. Eine interessante Wann-Frage, die uns vielleicht alle auch immer mal schon begegnet ist. Gerade wenn du down warst. Wie lange noch kann ich deine Gegenwart nicht spüren? Wie lange noch hast du mich vergessen? So das Gefühl von ihm. Er lässt also seine Seele sprechen. Wie lange noch muss ich dem wie lange noch? Wann endlich ist hier Schluss? Wann endlich breche ich durch? Wann endlich spüre ich wieder deine Gegenwart? Wann endlich? Das Interessante bei dieser Frage ist, und das ist jetzt gleichzeitig auch eine Ermutigung für dich, er bekommt keine Antwort. Aber indem er die Fragen und sein Herz ausgeschüttet hat, nachdem er sich Gott offenbart hat, Gott war nicht überrascht, by the way, er wusste schon, was da an Fragen ist, aber indem er die Fragen Gott genannt hat, lesen wir in Vers 6, ohne dass er eine Antwort hat. Also Gott hat gesagt, es sind jetzt noch 2,5 Tage und in der Sache noch 10 Tage und da brauchst du noch 3 Wochen und da kommt alles nichts. Aber nachdem er die Fragen losgeworden war, hört er oder hören wir das Ergebnis. Doch ich will auf deine Güte vertrauen, von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung, mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Hä? Weil er mir Gutes erwiesen hat? Was ist denn zwischen Vers 5 und Vers 6 passiert? Gar nichts. Aber sein Glaube wurde aufgebaut, indem er die Fragen Gott übergeben hat, kam ein übernatürlicher Glaube, so meine Interpretation, und er sagt, wow, jetzt gucke ich mal weg von dem, wie lange, und ich gucke mal weg von meinem Kummer und dass ich die Gegenwart Gottes nicht spüre und. Und er entscheidet sich für einen Glaubensschritt und sagt, doch. Andere Übersetzung, dennoch. Das glaubensvolle dennoch. Oh, eines meiner Lieblingswörter. Wer mag das Wort dennoch? Dennoch ist gut, ne? Dennoch. Sag mal dennoch. Dennoch will ich auf deine Güte vertrauen, also vertrauen, jubeln und danken. Was ein wunderbares Rezept inmitten deiner wie lange noch Fragen. Drittens und letztens, dann gibt es die Was-Fragen. Was? Oder Verständnisfragen. Wenn du Bibel liest, wenn du Predigten hörst, vielleicht auch die gerade jetzt, und du sagst, hä, was will der eigentlich? Was will der Herr mir sagen? Und ich sage euch mal ganz ehrlich, es geht mir auch manchmal so, ich bin jetzt schon ein Bibelleser, sehr lange, ja, der Dieter Wetzel kennt mich als Bibelleser-Anfänger, und auch die Christiane, als Bibelleser-Anfänger, ne? Und dann gibt es eine Zeit, wo du denkst, du wüsstest alles, und dann fängst du an, weise zu werden und weißt, dass du nichts weißt. In dem Stadium bin ich jetzt irgendwo, wo ich mich immer wieder frisch dem Wort stelle und sage, Heiliger Geist,
Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das, was ich da lese? Oder eine bestimmte Wahrheit, die ich höre? Gott liebt Ehrlichkeit. Gott liebt uns, liebt es, wenn wir uns demütigen. Okay, ich bin jetzt seit 1978, gell, Dieter, 78, bin ich im Flow. Und je älter ich werde, entdecke ich, hey, Weisheit bedeutet Abhängigkeit und Demut vor Gott und dann auch vor Menschen. Das stellt sich dann ein. Herr, was willst du mir sagen? Dann schreibe ich die Fragen auf. Das ist schon mal die halbe Miete. Und dann ist es selten so, dass ich erlebe, dass da ein Philippus ankommt, ne, und sich neben mich hockt, ne, und sagt, hier, ich habe gehört, du hast ein paar Probleme mit Jesaja 53. Ja, der Herr schickt mich, ich soll dich lehren. Ne, und auch wenige Engel, die dann kommen und sagen, so geht's, so ist es. Aber er redet, seine Antwort kommt, manchmal zeitversetzt. Du bist in der nächsten Predigt, du denkst, du hast gar keine Glaubenserwartung nach deiner Frage. Eine Woche später bist du hier in der Gemeinde und da predigt er. Mir sind schon Leute zu mir gekommen, woher wusstest du das? Ich sage, ich wusste nichts, ich schwör's, ich wusste nicht. Aber du hast genau geantwortet, es ist uns begegnet in meiner alten Gemeinde CZN, der kam dann zum Glauben. Einfach weil das Wort genau ihm, es war seine Frage. Und es war damals bei mir, als ich zum Glauben kam, genauso. Woher wusste der, was meine Fragen sind? Ja, Gott wusste es. Dann redet er durch Predigten. Es kann sein, dass er dich drängt, ein bestimmtes Buch zu lesen oder dich an bestimmte Wahrheiten erinnert, die du gelesen hast. Oder es kommt zu einem Gespräch. Oder der prophetische Dienst oder Vision, das alles ist jetzt, aber wir sind beim die Stimme Gottes hören. Also Gott redet. Glaubst du das? Glaubst du, dass er Antworten auf deine Frage hat? Wunderbar. Also übrigens, Homework Nummer 2, was ist deine bis wann, wie lange noch Frage? Ja, mach nochmal die Augen zu, so viel Zeit muss sein. Wie lange Frage? Wie lange? Hast du eine wie lange Frage? Wie lange? Bis wann noch? Ja, es gibt ein paar wie lange Fragen. Ich sehe es. Kommt der Heilige Geist hier jetzt ein bisschen stärker? Halleluja. Wie lange? Der Herr hat eine Antwort für dich. Wenn wir jetzt hier prophetischen Dienst hätten, könnten wir jetzt. Aber das ist jetzt das Thema. Wie lange? Und das Zweite, Was-Frage. Was hast du für eine Frage? Was verstehst du nicht? Es ist vielleicht auch die Frage, was soll ich jetzt tun? Du bist in einer Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst. Der Herr erinnert mich gerade an ein Bild. Der Herr sagt dir, es ist eine wichtige Entscheidung, aber wähle nicht den leichteren Weg. Wenn du eine leichte Entscheidung treffen willst, wirst du einen schweren Weg haben. Wenn du eine schwere Entscheidung jetzt triffst, die dir schwerfällt, wirst du einen leichten Weg haben. Ich weiß nicht, für wen das jetzt ist. Der Herr hat Antworten für dich. Aber es sind nicht immer die Leichten, die dich zu einem leichten Leben führen. Es ist oft umgekehrt. Ich komme zum Schluss. Knüpfe an meine Leib- und Magenbotschaft. Der Heilige Geist wohnt in dir. Weißt du, wo dein Heiligtum ist? Wer weiß, wo das Heiligtum Gottes ist? In dir. In dir. Wer wohnt da? Der Parakletos, haben wir gelernt, was das ist. Der Beistand, der Ratgeber, der lebendige Gott, die dritte Person der Gottheit. Er wohnt in dir. Er möchte Gemeinschaft. Du darfst ihn alles fragen. Er will dir antworten. Er hat die gleiche Art wie Jesus.
Und auch das werden wir merken, wenn wir in 2 Wochen das ein bisschen üben. Der Heilige Geist hat denselben Zungenschlag wie Jesus. Keine Verdammnis. Der macht dich nicht fertig. Er schickt dich nicht weg. Er ist wie Jesus. Unser wunderbarer Heiliger Geist. Er wohnt in dir. Er ist auf Rufweite. Egal wie deine Was oder bis wann oder warum Frage gelautet hat. Ich lege es dir ans Herz, schreib sie auf, mach ein Datum dran. Und vielleicht auch ohne praktische Übung. Du kommst in 14 Tagen wieder hierher und wir werden eine kleine Zeugnisrunde haben können. Von denen, die Antworten bekommen haben. Einfach, dass sie gesagt haben, okay, ich habe es kapiert. Asaf musste in den Tempel gehen. Es ist nicht schlecht, in Gemeinden zu gehen und dort das Reden Gottes zu erwarten. Aber der heilige Ort ist auch in dir. Du kannst auf den Wachposten gehen. Musst du da nicht irgendwo im Wald irgendwo auf so einen Hochsteig. Das ist manchmal auch verboten. Ne? Sondern du kannst auch dich innerlich ausrichten, aber in der Abgeschiedenheit. Und Gott wird dir eine Antwort geben. Also, ich schließe. Heute ging es mir darum, dich zu ermutigen, mit deinen Fragen zu Gott zu kommen. Geh doch gleich zu Gott. Zuerst. Du bist sein Schaf, du bist fähig, seine Stimme zu hören. Aus der Vielstimmigkeit deines Alltags hilft dir die Abgeschiedenheit. Aber du kannst auch Antworten spontan und mitten im Trubel hören. Muss es noch sagen. Der Kirchenvater Augustinus, ein Lebemann, ein Playboy, mit einer gläubigen Mutter Monika, die für ihn gebetet hat, Jahrzehnte, der hörte mitten im Alltag ein Kinderlied. Nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Augustinus erkannte in der Kinderstimme einen göttlichen Anruf. Er griff zur Bibel und schlug sie wahllos an einer Stelle auf. Das war der Römerbrief des Apostels Paulus. Sein Blick fiel auf den Satz, nicht in Gelagen und Zechereien, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Hader und Eifersucht, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und pflegt nicht das Fleisch zur Erregung eurer Lüste. Für den zaudernden Playboy und Lebemann stand fest, dieser biblische Spruch war eine eindeutige Aufforderung an ihn. Im Rückblick bekannte er, ich las nicht weiter. Es war wahrlich nicht nötig, denn alsbald am Ende dieser Worte kam das Licht des Friedens über mein Herz und die Nacht des Zweifels entfloh. Auch so kann's gehen. Lasst uns aufstehen. Amen. Halleluja.